Mein Name ist Matthias Stenke, ich bin einer der zwei geschäftsführenden Gesellschafter hier bei der Firma Flitsch in Hückeswagen. Wir sind nun ein Familienbetrieb in vierter Generation und zumindest in Hückeswagen dann sicherlich bestens bekannt. Wir stellen Kabelverschraubungen und Kabelkanäle her und fühlen uns mit Hückeswagen sehr verbunden. Der Grund ist, dass die Stadt uns sehr, sehr viel bietet, sowohl was den Standort angeht, also die Wirtschafts fördert auch aktiv. Sie ist ja auch sehr unternehmerfreundlich und wir finden auch sehr, sehr viele junge Leute hier, die als Fachkräfte bei uns sich für eine Ausbildung interessieren, die wir auch fördern. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Stadt Hückeswagen, aber auch mit anderen Unternehmern hier in Hückeswagen zusammen, kaufen unsere Waren auch regional ein und machen das auch bewusst, dass wir hier in der Region auch sourcen. Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 zurück, wo die Firma Flitsch auch eine wichtige Investition in die Zukunft getätigt hat. Wir haben einen neuen Standort oben im Industriegebiet Winterhagen erworben von der Firma Magna. Dort wollen wir in der Zukunft unsere Umformtechnologie unterbringen und sowohl aber auch den Vertrieb und die Schnelligkeit des Kaufes ist auch unter anderem nicht nur durch effiziente Verhandlungen von uns möglich gewesen, sondern auch durch die Unterstützung der Stadt Hückeswagen, die uns bei allen Fragen halt immer tatkräftig zur Seite gestanden hat. Wir wünschen uns für das Jahr 2019, dass wir weitere Veranstaltungen planen, auch zusammen mit den anderen Vertretern des Stadtmarketings in Hückeswagen. So könnten wir uns zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass man mal eine gemeinsame Nacht der Unternehmen mit Wipper führt, Hückeswagen und Rade vom Wald halt zusammengestaltet und hoffen, dass wir da im nächsten Jahr seitens der Stadt Hückeswagen und des Stadtmarketings Kontakt zu den anderen Städten aufnehmen können, um diesen Vorschlag, den wir da haben, einfach mal zu präsentieren und hoffen, dass wir dann diese Veranstaltung auch im Jahr 2019 oder 2020 realisieren können. So, damit wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und einen guten Übergang ins Jahr 2019 und danke für Ihre Unterstützung.